Tinder, Sie wissen schon, die beliebteste Dating-App weltweit. Dort lernte ich Kevin kennen. Er entsprach all meinen Vorstellungen. Groß, muskulös, mittelintelligent. Er ist schon länger Single und sucht nun die große Liebe. Ein Date folgte dem nächsten, bis ich es dann herausfand. Große Liebe am Arsch! Er hatte 6 unterschiedliche Dating-Profile. Bei unserem nächsten Treffen ließ ich mir nichts anmerken. Er kam zu mir und ich hatte für ihn gekocht. Aber diesmal fügte ich eine ganz spezielle Zutat hinzu. Koriander. Ihr müsst wissen, Kevin hasst Koriander. Er war vollkommen. Er war vollkommen. Zumindest hat ich das gedacht. Benutzt du Tinder? Gibt's kein Gewinner? Beim nächsten Mann geb ich besser. So bringt sein Ding ihm den Untergang. Grindr war irgendwie gut und irgendwie seltsam. Die Männer auf dieser App waren besonders adrett und gepflegt. Aalglatt. Aber ich hatte nicht so viele Matches wie sonst. Als mir Dennis ein Date zu dritt vorschlug, dachte ich mir, Jackpot! Der Abend war wunderbar. Die Funken sprühten nur so zwischen Dennis, Jacques und mir. In Dennis' Schlafzimmer war die Spannung kaum mehr auszuhalten und ich ging ins Bad, um mich frisch zu machen. Ich komme zurück, öffne die Tür und muss sehen, wie Dennis auf Jacques' Flöte spielt. Ja, Grindr ist auch eine Schwulen-App. Ach so. Und was war dann? Keine Ahnung, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich hatte ein totales Blackout. Erst später, als ich die Autospiegel in meinen Händen sah, wurde mir klar, dass ich gerade 2 Autos zerstört hatte. Ich saß nicht kommen. Ich folgte Lorenzo schon ein... Parship. Singles mit Niveau inklusive Persönlichkeitstest. Dort findet man ausschließlich Leckerbissen mit Studienabschluss. Maximilian, ein Traumprinz erster Güte. Er hatte alles, das Aussehen, den Job, die Kohle und den Charme. Ganze 4 Monate lang trug er mich auf Händen. Doch dann stellte sich heraus, er führte ein Doppelleben. Er war verheiratet und hatte 5 Kinder. Wer zur Hölle hat heutzutage 5 Kinder? Als wir für das nächste romantische Date bei ihm zu Hause waren, habe ich mir fest vorgenommen, ihn zu konfrontieren. Aber Worte sind nicht so meine Stärke. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn vom Balkon geschubst. Von dem Balkon. Von dem Balkon. Von dem Balkon. Von dem Balkon. Er hat so Wolle. Er hat so Wolle. Er hat so Wolle. Er hat so Wolle. Er war ja selber schuld daran. Wenn sie es gesehen. Wenn sie es gesehen.